Taste, aufnehmen. Pause, Taste. So, jetzt nochmal. Also, wir probieren jetzt nochmal die Mitte-Seite aus. Ich werde gleich einen Kaffee machen. Ja, alles ist ein bisschen lauter eingestellt. Und das machen wir mal auf. So. Alexa. Was ist los, Alexa? Alexa. Spiel Power Radio 4U. Okay. Wir haben Musik. Ja, dann lass mal die Musik einfach mal laufen. Und ich gehe jetzt in die Küche und mache mir einen Kaffee. Wie gesagt, wir haben die Mitte-Seite. Der Equalizer ist, die Bässe sind auch voll, die Höhen sind auch voll. Und Oppressor nimmt das an. Alles etwas lauter diesmal, sodass jeder, der die normalsten Boxen hat, auch etwas versteht. Oder die Atmosphäre, die Geräusche hören kann. So, mehr sagen, denn darum geht es ja eigentlich mehr. Geht ja eigentlich nicht, also mir geht es eigentlich nicht um das ganze Gequatsche, was ich hier mache, sondern es geht ja hauptsächlich auch so ein bisschen um die Atmosphäre und die, finde ich, ist ja auch am wichtigsten. Jetzt lege ich das hier mal so hin. So, dann wollen wir mal alles für den Kaffee vorbereiten. Legen wir mal los. Schön. Aha, das Ding steht, sehr schön. Im Hintergrund läuft natürlich immer noch Power Radio 4U, aber es kann auch weiterlaufen. So, was brauche ich denn noch? Eine Tasse. Das wäre ratsam, ne? Das ist schon was Schönes, wenn man was trinken will. So, na gut, hier ist der Löffel, sehr schön. Was brauchen wir denn noch? Erstmal muss die Kaffeemaschine laufen, also das, die Senseo anheizen. So, die Senseo heizt an, jetzt zwei Kaffeepads. Jetzt Zucker. Zwei Würfel machen wir rein. Zwei Würfel, genau. So. Und wir schließen jetzt alles. Genau. Jetzt glaube ich, haben wir alles. Löffel ist schon drin. Sehr schön. Es läuft, es läuft. Wir machen natürlich nicht ganz so voll.
reicht. Gut. So, ist ausgeleert. So, das Wasser ausleeren. Und dann ist das Ganze auch schon geschehen. So, Steckdose aus. Und erstmal den Kaffee rüber. Das ist wichtig. Bin gleich wieder da. Der Kaffee, der muss erstmal auf den Tisch. Das ist mir wichtig. Ja, Powerwaage 4 Ohm. Ein wirklich guter Sender. Der spielt wirklich Lieder, die keiner kennt. Und das ist einfach mal was Schönes. So muss ich nicht immer meine Musik laufen lassen. Danke nochmal an Steffi, dass du mir das empfohlen hast. Weil das ist wirklich eine richtig tolle Sache. Ja, vor allem auch musikalisch spielt er wohl alles. Also, wie gesagt, jetzt läuft hier so ein bisschen Rock. Ja. Und ich finde es auch gut, dass das erlaubt ist, dass man das darf, dass man die Sache, ich meine, ich sage es ja auch an, dass es Power Radio 4 Ruhe ist. Und mache ja auch Werbung für den Sender, wo ich natürlich nichts kriege, aber das will ich auch gar nicht, darum geht es gar nicht. Aber ich denke mal, vielleicht fällt denen das ja irgendwann mal auf. Vielleicht entdecken die ja meinen Kanal und ja. Weil ich mache das gerne für die und finde es einfach gut, weil man darf man muss heutzutage so dermaßen aufpassen mit Musik, was man da spielt und wegen der GEMA. Und deshalb finde ich wirklich so eine Sender absolut cool wie Power Radio 4 Uhr. Sowas müsste es viel mehr geben. Ja. Richtig gut. Also mit Entdecken meines Kanals meine ich jetzt natürlich nicht, dass die mich irgendwie rausbringen oder sowas. Das meine ich gar nicht, sondern einfach, dass sie diesen Kanal vielleicht mal irgendwann entdecken und sagen, ach, da wird ja unser Sender genutzt. Also so meine ich das in der Form. Ne? Also ihr versteht sicherlich, was ich meine. Ja, es geht ja hier nicht um mich. Denn ich finde es halt auch schön, wenn ich Abonnenten kriege. Das freut mich natürlich immer. Und ja, und bin auch dafür sehr, sehr dankbar. Aber ich verdiene mit dem Kanal ja kein Geld und möchte das auch nicht. Weil mir das auch viel zu anstrengend wäre. Also was die YouTuber leisten, das muss man auch wirklich mal sagen. Das ist wirklich, also da jede Woche 3 Videos hochladen und die schneiden. Und das ist wirklich eine Riesenleistung auch. Muss man einfach mal anerkennen und das könnte ich nie bringen. Also deswegen, ja, mein Kanal ist ein reiner Unterhaltungskanal, früher mal nur Musikkanal, aber jetzt inzwischen hat sich das ja Ganze als Unterhaltungskanal entwickelt, so ein bisschen Atmosphäre, wie ist mein Alltag hier,
da ich ja nun oft auch sehr alleine bin, ist das nun mal meine Möglichkeit, auch euch ein bisschen mitzuteilen, wie das so ist, ja, mit Kaffee kochen und ein Gerät vorstellen, alles ohne Zwang und ohne Werbung. Außer halt, wenn ich Werbung mache, dann ist es halt, weil ich etwas sehr gut finde, dann mache ich es halt. Aber davon weiß das Produkt natürlich, also der Sender oder was ich, die wissen natürlich nichts davon. Aber es macht halt unheimlichen Spaß mit euch und auch in Facebook diese Live-Sache, das ist echt geil. Ja, und so kann ich meine Einsamkeit, die ich ja oft habe, ein bisschen überbrücken. Denn manchmal ist schon sehr einsam. Ja. Man kann nicht groß weggehen und das ist schon alles. Aber so ist es halt, wenn man sich was ausgesucht hat, da muss man da auch durch. Und Gott sei Dank habe ich ja hier die Arbeit. Die Arbeit und Ela ist ja auch noch da und wir sind ja wirklich super befreundet und ich auf jeden Fall ein Dankeschön nochmal, Ela, dass du so immer für mich da bist. Und ja, kann man ja ruhig öffentlich machen, finde ich. Ja, danke noch an meine Mitarbeiterin Mia hier, die sich immer wieder für mich einsetzt mit ihrem Mauzi. Miau. Hm? Ich war dicke. Ja, das ist hier meine kleine Bluetooth Sony Box für 32 Euro oder was sie gekostet hat. Das ist eine kleine Box. Ich wollte auch was Kleines haben, etwas, was halt zum Radio hören reicht. Und eigentlich bin ich ja immer noch fasziniert von meinem Halbbruder, der zu meinem Geburtstag eine richtig coole Sony Box hatte. Und ich glaube, die werde ich mir auch irgendwann, oder die Nachfolger davon, wahrscheinlich wird es dann irgendwann seine nicht mehr geben. die werde ich mir auch irgendwann nochmal holen, weil die echt geil klang. Also das war wirklich ein Wahnsinns-Sound. Teilweise sogar noch besser als meine Bose, muss ich sagen. Und die klingt ja schon ganz okay für die Größe, aber die Sony war noch ein bisschen besser, fand ich. Obwohl man jetzt natürlich auch sagen könnte, man findet ja immer besser, was die anderen haben. Ist ja oft so. Vielleicht auch, wenn man sich seinen eigenen Klang einfach satt gehört hat. Aber ja, es hat sich ganz schön verändert mit den Bluetooth-Boxen. Also, wenn ich dran denke, am Anfang war es halt noch schwierig. Ja. So ist es. Ja, und jetzt werde ich das mal hochladen hier. Weil ich denke, das ist eigentlich eine gute Sache hier. Mein Quatsch, Kaffee trinken, Musik, was will man eigentlich mehr? Ja, und ich hoffe ja wirklich, möchte euch nichts versprechen, aber ich hoffe ja wirklich, dass ich irgendwann auch mal sowas hier machen kann mit jemandem zusammen. Also, dass mal jemand hier ist und ich nicht dauernd alleine euch voll labern muss. Ja, das wäre schon nett, weil macht natürlich mehr Spaß, wenn man sich artikulieren kann, als wenn man immer nur Monologe führt hier. Ja, dann 14.30 Uhr. Ja, ja. Zure MV 88 auflegen. Pause. Dann lassen wir mal den Franzosen weitersingen. Französisch, ne? Ja, glaub ja. Finde ich cool, dass sie auch andere Sprachen bringen. Also das finde ich auch sehr gut an Power Radio 4U. Also, wirklich geil. Ja, dann bis demnächst.